Hallo zusammen, mein Name ist Okan Yilmaz und heute würde ich gerne meine Masterarbeit vorstellen mit dem Titel Entwicklung einer plattformunabhängigen zentralen chirurgischen Arbeitsstation für einen offen vernetzten Operationssaal. Durch den medizinischen und technischen Fortschritt ergeben sich im Operationssaal immer mehr Möglichkeiten, aber auch zahlreiche Herausforderungen. Eine der Herausforderungen liegt in der Vernetzung des OP-Saals, wo geschlossene proprietäre Systeme eine offene Vernetzung erschweren bzw. verhindern. Medizingeräte können heutzutage, wenn überhaupt, mit Geräten desselben Herstellers oder mit Kooperationspartnern des Herstellers kommunizieren. Es gibt in solchen geschlossenen Systemen keine Möglichkeit der herstellerübergreifenden Vernetzung ohne Kooperation. Eine Lösung für das Problem wäre die Nutzung eines offenen Kommunikationsstandards. Wieso ist Vernetzung im OP-Saal überhaupt wichtig? Durch Vernetzung entsteht ein Mehrwert für den Arzt, das Krankenhaus und am Ende auch für den Patienten. Vernetzte Systeme können unterschiedliche Datenquellen fusionieren, Gerätedaten lassen sich zentral anzeigen, eine Fernsteuerung der Geräte aus dem chirurgischen Bereich ist möglich. In einem Videobild kann man Patienteninformationen bzw. den Patientenstatus einblenden. Man ist als Krankenhaus nicht langfristig an einen einzelnen Hersteller gebunden. Klinische Abläufe lassen sich optimieren und damit auch Zeit und Geld sparen und insgesamt eine geringere Integrationsarbeit für Hersteller geschlossener Systeme. Im Rahmen der Arbeit habe ich drei Forschungsprojekte und Herstellerlösungen untersucht. Alle Forschungsprojekte bieten dabei Frameworks zur offenen Vernetzung an. Der durch das BMBF-Forschungsprojekt ORNET und die Unterstützung der Mitglieder entwickelte SCC-Standard wurde innerhalb meiner Arbeit verwendet. Hinter dem SCC-Standard liegen 15 Jahre Forschungsarbeit und seit kurzem sind die Kernstandards auch international, also IEEE und ISO verabschiedet. Der SCC-Standard definiert dabei das Kommunikationsmodell im Netzwerk und die Interoperabilität. Das Ziel der Arbeit war es, das plattformspezifische Software-Framework einer Chirurgie-Arbeitsstation neu zu entwickeln. Dazu habe ich eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Das neue System sollte geräte- und plattformunabhängig sein, SCC-fähige Geräte sollten zentral ansteuerbar sein und deren aktuellen Einstellungen angezeigt werden, die Grundlagen für ein User-Interface-generierendes Framework sollten vorhanden sein, Geräte und Alarme sollten angezeigt werden, das System sollte insgesamt stabil laufen, niedrige Latenzen haben und ein responsives Design haben. Zusätzlich sollte die Ansteuerung unterschiedlicher Geräte über einen Universalfußschalter möglich sein, das heißt innerhalb der Workstation konnte ich die Pedalbelegung eines Fußschalters auswählen, wodurch ich zum Beispiel den Zoom an der Kamera ändern kann oder nach einer Umbelegung einer Taste auch einen Border bedienen kann. Der SCC-Standard wurde verwendet, die SCC-Library wurde von der Firma Surgitex gestellt. Im SCC-Netzwerk gibt es zwei Arten von Teilnehmern, einen SCC-Consumer und einen SCC-Provider. Ein Provider hat die Aufgabe, Dienste, also Informationen im Netzwerk anzubieten und der SCC-Provider liest die Informationen aus dem Medizingerät raus und gibt die quasi dem Netzwerk, stellt die dem Netzwerk zur Verfügung und ein SCC-Consumer, das Gegenstück, also ein Empfänger, kann die Daten abonnieren. Dadurch empfängt er jedes Mal eine Information, wenn die Daten ankommen. Und auf Basis eines SCC-Consumers haben wir eine Workstation aufgebaut. Wir haben sie Webstation genannt, weil das Frontend im Webbrowser läuft. Wir haben eine Trennung von Frontend und Backend durchgeführt. Die Frontends laufen jeweils in einem Webbrowser, auf einem anderen Gerät und die Webstation läuft quasi als Serveranwendung. Eine Änderung am Gerät wird quasi vom Medizingerät an den Provider geschickt, von dem Provider an den Consumer und von dem Consumer dann verteilt an alle Oberflächen. Im Design wurde die Template Engine Moustache verwendet. Es lassen sich damit dynamisch generierbare User Interface Blöcke erstellen. Das System ist einfach initialisierbar und die Designelemente sind auch wiederverwendbar. Es wurde dabei auf ein einheitliches Designkonzept gesetzt. Die Vereinheitlichung von Bedienelementen erhöhte auch die Erlernbarkeit und dadurch hat man insgesamt eine höhere Gebrauchstauglichkeit. Im Rahmen der Arbeit wurden 6 Medizingeräte in die Workstation integriert. Dabei gab es Designvorschläge vom Designbüro Bega. Um das System zu testen, habe ich Nutzertests durchgeführt. 6 Chirurgen und ein Orthopäde haben in einem Demo-OP des Lehrstuhls für Medizintechnik 14 Aufgaben ausgeführt und nach jeder Aufgabe einen Fragebogen ausgefüllt. Zu den Methoden der Auswertung gehörte die Zeitmessung, Thinking Aloud, Anzahl der Klicks wurde gemessen, der Erfüllungsgrad einer Aufgabe wurde bestimmt und mithilfe von Fragebögen innerhalb der Likert-Skala haben die dann jeweils eine Bewertung abgegeben. Zur Bewertung der Gebrauchstauglichkeit haben wir die 924110 und die IEC 62366 hinzugezogen. Dabei wird die Effektivität, die Effizienz und die Benutzerzufriedenheit gemessen. Und die Nutzertests zeigten, dass die neue Chirurgie-Arbeitsstation niedrigere Bearbeitungszeiten hatte, eine höhere Effizienz, eine höhere Effektivität und die Anwender waren auch insgesamt zufriedener. Als Fazit sind die Bedienpaneele gebrauchstauglich und sicher bedienbar. Die Templates ermöglichen eine Wiederverwendbarkeit von User-Interface-Elementen. SCC-fähige Geräte sind ansteuerbar, Parameter können angezeigt werden.
Das System ist plattform- und geräteunabhängig und damit wurde das Ziel der Masterarbeit erreicht. Auf dem Stand des ORNET e.V. auf der DMR 2019 wurden bereits Teile der Chirurgie-Arbeitsschätzung vorgestellt. Wir arbeiten daran, dieses System zukünftig auch für Krankenhäuser verfügbar zu machen. Diese Arbeit entstand während des EFRE-Forschungsprojekts ZIMT und ich danke dem Lehrstuhl für Medizintechnik für die Betreuung der Arbeit. Vielen Dank.